fourmi, fourmi, fourmi formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Marie. Ich lebe im Bezirk Mödling und suche auf diesem Weg einen tollen Mann. Marie, in Ihrem Wohnzimmer sitzen zwei Turteltäubchen. Würden Sie gern wieder turteln? Na, natürlich. Ich fühle mich noch sehr, sehr spritzig und jung. Darf man eine Dame fragen, wie alt sie ist? Eigentlich nicht. Ich finde, es ist, ja, weil es gibt Damen in meinem Alter, die sind scheintot und es gibt welche wie ich, ja. Ich könnte auch einen 40-Jährigen nehmen. Ja, das soll jetzt nicht heißen, dass ich einen 40-jährigen Partner möchte. Der neue Partner, den ich mir vorstelle, der sollte noch rüstig sein und fit und fröhlich und positive Einstellung und nicht dauernd über Krankheiten sprechen. Weil Bewegung ist für mich Leben. Und ich lebe und ich möchte einen Partner nicht hinten nachziehen, sondern Gleichschritt. Sollen wir Ihr wahres Alter verschweigen in der Sendung? Ja, würde ich so schon machen, weil sonst schreckt sich ein jeder ab. Ah, nee, wenn das jetzt ein etwas Ältere ist, ja, die könnte ja krank werden oder Pflegefall oder was. Aber ich kenne nur eher die Männer, dass die früher Pflegefälle sind. Je suis malheureux. D'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Wie ist es denn mit der Erotik? Tja, die Spielerei habe ich gern. Sehr schön, ja. Ich bin sehr fantasievoll. Doch, natürlich hat man ein bisschen Erfahrung. Aber wenn man eine schöne Frau ist, und ich war immer eigentlich sehr hübsch und hatte viele Verehrer. Es gibt ja viele Frauen, ja, so wie auch Männer, die dann sagen, ach nee, das kenne ich schon alles, brauche ich nicht, das tue ich mir nicht mehr an und so weiter und so fort. Und will nicht sagen, dass es Schwerstarbeit ist im Alter. Manche Frauen sagen das, was sie meinen, weiß ich nicht, weil ich habe es nicht erlebt, ja. Wie viel Erotik stellen Sie sich mit dem neuen Partner vor? Alles, was dazugehört, was möglich ist. Ist ja unterschiedlich. Manche brauchen Hilfen und manche sind naturell. Ist egal. Was finden Sie so richtig betörend an einem Mann? Seinen Duft. Wenn er an mir vorbeigeht. Wenn er gut riecht, oder? Naja, das setzt man voraus. Was ist, wenn der neue Mann manchmal zu anderen Damen schielt? Dann sage ich, entschuldigen, ich bin zu viel, Wiedersehen. Ja, das gibt's bei mir nicht. Und ich habe es auch noch nicht erlebt, weil ich habe die Männer eigentlich sehr gut unterhalten. Wie würden Sie denn optisch den neuen Traummann beschreiben? Es kommt nicht auf die Schönheit an. Er braucht nur gepflegt sein, hohes Niveau haben, eine Ausstrahlung. Das einfach... Ja. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Ich war insgesamt 12 Jahre verheiratet, aber es hat dann nicht geklappt. Denn mein Mann war immer nur auf seine Karriere aus. Und ich bin 14 Mal umgezogen in der Ehe. 14 Mal Wohnung suchen, 14 Mal einrichten, 14 Mal Schule suchen für die Kinder.
und mir einen Job suchen. Also irgendwann habe ich gesagt, das kann so nicht sein. Da habe ich gesagt, so und jetzt denke ich an mich, auf Wiedersehen. Und dann habe ich einfach eine Annonce geschalten und meinen zweiten Mann kennengelernt. War das eine Annonce in einer Zeitung? Ja, in einer Seniorenzeitung. Und wer war dann dieser Mann? Ja, das war ein Baron, aber ich wusste das nicht. Ja. Er hat sich ja nur beim ersten Date als Michael vorgestellt. Alles andere kann ich dir später sagen. Ne? Aber es hat irgendwie gefunkt von beiden Seiten. Ja, und dann bin ich bei ihm geblieben. Und ja, und wir haben dann geheiratet, ganz kurz drauf. Wie verdutzt waren Sie dann, wie Sie herausgefunden haben, dass es ein Baron ist? Da habe ich mir gedacht, na gut, auch nicht schlecht. Adel hatte ich noch nicht. Also schauen wir mal, ob sie wirklich so zurückgezogen leben oder so ausschweifend oder wie. Was haben Sie da lernen müssen, um sich in den aristokratischen Kreisen richtig zu bewegen? Weniger sprechen. Ui. Das war schwer, ja. Gewählte Worte aussuchen. Wir waren sehr glücklich, leider nur 8 Jahre. Und dann ist er leider gestorben, 2018, weil er so für mich da war und wir haben viel unternommen, haben wir gedacht, nein, also ich möchte das wieder haben. Ich möchte einen Partner haben und ich hätte auch keine Angst. Ich weiß genau, dass ich den richtigen Mann kennenlernen werde. Warum wissen Sie das? Vom Gefühl her, weil das in meinem Leben immer so war. Wenn ich wo Ja gesagt habe, war es auch Ja. How can I?